Hallo, herzlich willkommen aus der Quantum Storm Star Wars Collection. Mein Name ist Denis und ich möchte euch heute den Imperial Troop Transport aus der TVC-Serie vorstellen, der im Jahr 2020 herausgekommen ist. Moment. Ja, hattest du nicht mal gesagt, dass du nur Fahrzeuge, Figuren und Playsets aus den Episoden 4 bis 6 sammelst? Das stimmt schon, aber das stimmt hier ja gar nicht. Das Fahrzeug kommt hier aus der Serie The Mandalorian, steht ja auch groß drauf. Verdammt, ich habe gewusst, dass das jemand merkt. Okay, also das kam jetzt so. Wir unterbrechen kurz die Sendung und weisen auf Folgendes hin. Das Imperium und die Rebellen mögen sich in vielen Punkten nicht einig sein, aber eine Gemeinsamkeit haben sie doch. Sie abonnieren den Kanal mit einem Klick und aktivieren die Glocke, um bei neuen Videos benachrichtigt zu werden. Und nun weiter im Programm. Unabhängig davon, wie ich nun zur Serie stehe, aber dieses Fahrzeug hat mich schon fasziniert. Denn endlich ist der Imperial Troop Transporter mal live zu sehen gewesen. Zudem hat er noch ein komplettes Redesign erfahren. Denn dieses Fahrzeug ist ja ein alter Bekannter. Es wurde von der Firma Kenner schon 1979 einmal herausgebracht, aber damals wurde es noch in das sogenannte Expanded Universe verortet, was ja jetzt nicht mehr ganz richtig ist, da die Serie ja zum Kanon gehört. Tja, und länger war er denn in der Serie auch nicht zu sehen. Schade eigentlich. Ein Vergleich zwischen dem 1979er Modell und zwischen dem 2020er Modell, den zeige ich euch nachher noch. Bevor ich allerdings ans Unboxing gehe, werde ich euch einmal die Box vorstellen. Hier haben wir jetzt die Box. Schön zu sehen, der Truppentransporter hier vorne und ein abgestürzter TIE Fighter. Der abgestürzte TIE Fighter und der Truppentransporter waren in der Serie nicht in einem Setting zu sehen. Das heißt also, hier handelt es sich auch um ein Fantasieprodukt des Kartonherstellers. Was man aber schön sehen kann, ist hier oben einmal das The Mandalorian Logo, genauso wie hier die drei Logos der Firma Kenner, Hasbro und The Vintage Collection Logo. Auf der anderen Seite sieht es nicht anders aus, abgesehen von den drei Logos, die hier auf der Seite fehlen. Wenn wir einmal auf die Stirnseite schauen, sehen wir da einen schönen Einblick in den Truppentransporter, sprich in das Cockpit mit zwei Stormtroopern. Kann man sich also schön ausmalen, wie das aussehen würde, wenn man denn Stormtrooper reinpacken würde. Auf der anderen Stirnseite sehen wir noch einmal die Dachkanone und noch einen weiteren Einblick in das Fahrzeug. Genauso wie auf der zweiten Seite, auch da sehen wir noch mal, wie der Truppentransporter von innen aussieht, wenn man ihn denn mit ein paar Stormtroopern bestücken würde. Ja, und das soll es auch erstmal zu der Box gewesen sein. Dann werde ich gleich einmal mit dem Unboxing anfangen. Zum Unboxing brauchen wir jetzt einen Cutter. Den habe ich schon mal vorbereitet. Ich werde die Box jetzt einmal öffnen. Und zwar nur von einer Seite, wenn es geht. Manchmal geht es nicht. Da muss man beide Seiten öffnen. Aber ich versuche mal hier nur eine Seite zu öffnen. Tja, bin ich ja mal gespannt, was uns erwartet. Voraussetzung hierfür ist natürlich, dass die Box auch aufgeht. Im Moment möchte sie nicht so richtig. Aber ich sehe auch warum. Weil hier einmal ein Knick drin ist. Tja, so schaut das Ganze aus, wenn man die Box zum ersten Mal aufmacht. Das heißt, wir sehen schon, dass den Truppentransporter werden wir jetzt hier einmal rausnehmen. Kommt schon rausgefahren. Und dann wäre das hier schon mal der Transporter. Fehlen noch ein paar Sachen. Ja, Kanone ist eingepackt. Und ansonsten
Nö, nichts weiter drin. Aber um sicher zu gehen, nehmen wir nochmal alles raus. Nein, das war's dann schon. Ja, dann schauen wir uns doch mal an, wie es hier weitergeht. Wir sehen eine Pappe, wieder mit den berühmten Gummibändern festgemacht, die wir von Hasbro mittlerweile ja kennen. Schneide ich jetzt mal kurz auf. Und ansonsten scheint es so, dass dieser Truppentransporter nicht großartig zusammengebaut werden muss. Da war auch noch ein Gummiband drum. Ja, das Einzige, was wir jetzt noch tun müssen, ist einmal die Dachkanone aufbauen. Dazu machen wir einmal dieses Paket hier auf. Und was wir hier noch haben, klar, ne, einmal ein Instruction Sheet. Da steht aber nicht viel drauf. Oh doch, ein paar Sachen stehen da schon drauf. Ah, wo man was aufbekommt, wo man was zumachen kann. Das zeige ich euch gleich nochmal genauer. Und hier natürlich nochmal die Erklärung, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Ja, die Kanone kann jetzt hier oben einmal aufgesetzt werden. Ich sehe auch gerade, hier gibt es keine Rastnasen, die wird einfach tatsächlich nur so drauf gesteckt. Und dann kann man das Fahrzeug schon benutzen. Was wir hier oben haben, ist einmal eine, tja, so ist eh wie eine Dachluke. Na, geht es auch auf. Ne, hole nicht. Na gut, nehmen wir erstmal die vorderen Cockpit-Teile. Und das sieht man schon hier. Kann man das Cockpit also einmal öffnen. Und die Stormtrooper-Figuren da reinsetzen. Ah, hier habe ich tatsächlich auch noch ein Gummiband vergessen. Das wollen wir auch nochmal schnell entfernen. Und hier haben wir dann die rückwärtige Klappe. So, machen wir erstmal vorne wieder zu. Und schauen uns das mal hinten an. Ja. Und da haben wir dann auch schon die hintere Klappe geöffnet. Wenn ich das jetzt nicht ganz falsch sehe, müsste eigentlich der obere Part auch einmal zu öffnen sein. Schauen wir doch mal, wie wir das bewerkstelligen sollen. Ja, hier steht einfach nur hochziehen. Glaube ich, Hasbro einmal. Und versuche das einfach mal hochzuziehen. Nein, so einfach war es denn doch nicht. Habe ich da was missverstanden? Grundsätzlich nicht. Dann sitzt diese Klappe tatsächlich oder dieses Dach sehr fest auf dem Gerät drauf. Ja, kaum macht man es richtig, schon funktioniert es. Ja, und hier können wir dann auch noch einmal reingucken in den Truppentransporter. Wir haben hier tatsächlich sogar Sitze, das kann ich nachher noch mal ein bisschen genauer zeigen, die man herunterklappen kann, um da die Stormtrooper drauf sitzen zu lassen. Also ein bisschen wie in der U- und S-Bahn mit den Notsitzen, die wir da drin haben. Ja, alles in allem erst einmal ein schönes Gerät, sehr schön ausgearbeitet, viele kleine Details, die man hier sehen kann.
Und zu den Detailansichten komme ich aber gleich noch. Ich wollte ja einmal diesen Truppentransporter neben den alten Truppentransporter stellen. Oh, das geht hier auf Suchzug. Das werde ich auch gleich einmal machen. Dazu muss ich den alten Truppentransporter aber einmal aus der Vitrine holen. Bis gleich. Und hier haben wir sie jetzt. Den neuen Truppentransporter von 2020 und den alten von 1979. Wie man schön sehen kann, ist der alte deutlich kleiner. Ich würde mal vermuten, so bis zu ein Viertel kleiner. Und die Dachaufbauten sehen auch einmal komplett anders aus. Warum ist das so? Nun, dieser alte Truppentransporter hat hier oben Tasten. Und diese Tasten haben ein Soundmodul aktiviert, was auf Basis eines kleinen Plattenspielers basiert. Dieses Soundmodul, das funktioniert in meinem Gerät noch. Allerdings wird der Plattenspieler durch ein Gummiband angetrieben und dieses Gummiband neigt natürlich dazu, nach knapp 40 Jahren sehr spröde zu werden. Deswegen betreibe ich dieses Soundmodul hier in diesem Truppentransporter nicht mehr. Der alte Truppentransporter hatte tatsächlich hinten auch eine Klappe, die man einmal öffnen konnte. Wie man aber sieht, ist hier fast so gut wie gar kein Platz. Es ist da ein Ausschalter hier unten drin, der für Soundmodul da war. Und natürlich sitzt hier in der Mitte das Soundmodul, sodass man hier an den Seiten auch nicht hereinkommt. Die Vorderseite des alten Truppentransporters ließ sich natürlich öffnen, sodass man hier auch Figuren einsetzen konnte. Man sieht vielleicht, dass an meinem alten Truppentransporter nicht mehr alle Aufkleber drauf sind. Das finde ich zwar jetzt nicht ganz so schlimm, aber dafür finde ich es umso schöner, dass an dem neuen Truppentransporter keine Aufkleber drauf sind, weil, wie gesagt, die haben natürlich auch immer die Eigenschaft, über die Jahre mal zu verschwinden. Kommen wir jetzt mal zu den Detailansichten von dem neuen Truppentransporter. Hier sehen wir das abgenommene Dach mit offener Dachluke und einer etwas gedrehten Dachkanone. Selbst die Innenseite des Daches hat noch ein paar nette Details abbekommen. Hier der Innenraum des Imperial Troop Transport mit den eingeklappten Sitzen für die Stormtruppe. Die Sitze können auch ausgeklappt werden. Dann können die Stormtrooper sich auch hinsetzen. Naja, auf so einer langen Fahrt vielleicht auch gar nicht schlecht. An der Seite hier schön zu sehen, auch nochmal das imperiale Logo. Thank you.
Hier sehen wir die Türen des Cockpits von innen und nochmal ein etwas genauerer Blick ins Cockpit selbst. Wie gesagt, die Entscheidung, auf Aufkleber bei diesem Fahrzeug zu verzichten, finde ich eine gute Entscheidung. Auf der unteren Seite können wir die Rollen sehen, auf denen das Fahrzeug fährt. Und selbst hier hat man an ein paar Details gedacht. Nun, man soll niemals nie sagen. Ich hätte selbst nicht gedacht, dass ich nochmal ein Fahrzeug kaufe, was außerhalb der Episoden 4 bis 6 unterwegs ist. Gefällt mir dieses Fahrzeug? Grundsätzlich schon. Das, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass es kein eigenes Soundmodul mehr abbekommen hat. Da war das Modell von 1979 schon etwas weiter. Schön finde ich, dass hier keine Aufkleber drauf sind, beziehungsweise, was mir gerade eben noch aufgefallen ist, es gibt hier zwar Aufkleber, ich zeige sie euch nochmal ganz kurz, die sind nämlich hier vorne und hier drin, aber diese Aufkleber sind schon ab Werk drauf. Von daher hoffe ich mal, dass die nicht so schnell abgehen. Nun, ich hoffe, meine kleine Vorstellung hat euch gefallen. Von daher würde ich sagen, mit sammlerfreundlichen Grüßen aus der Quantum Storm Star Wars Collection verabschiede ich mich und tschüss.